Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Im Marsch-Krimi. Nee, Krimi ist noch nicht. Ist alles tutti, alles gut, alles läuft. Wenn Helge die alte Spattelbiene sich da ein bisschen beeilen würde, dann könnten wir den hier losschicken. Aber das ist auch schwierig. So, komm, Abflug. Wir wollen weiterkommen. Euch mache ich später. Er kann hier jetzt weitersehen. Wir hatten ja Feld 56 vergrößert mit dem Wald, ne? Das ist jetzt alles gekalkt, das habe ich gemerkt. Habe die Flächen zusammengelegt. Helgerlein, sieht jetzt zu, dass hier Raps drop kommt, ne? Damit er auch mal erledigt ist. Ja. Ich glaube, ich sitze jetzt richtig, ne? Ich habe da nochmal einen rundum Adikus eingefahren, aber ich muss mir da mal zum Tutorial angucken, wie die Linien in beide Richtungen gefahren werden können. Was hier los? Danke dafür. Weil das weiß ich nicht, wie das geht. Da bin ich überfragt. Ne? Er fährt ja fleißig los. Das ist gut. Er steht hier rum. Er steht da rum. Ich habe nämlich noch nicht alle eingestellt. So, hier haben wir natürlich jetzt das Problem. Er fährt das jetzt ins Bahnlager. Da müssen wir aufpassen, dass wir ihn da entgegennehmen. Weil der Kuss dann noch nicht so perfekt ist. Er drischt noch unsere Gerste. Ne? Das muss ja auch noch laufen, ne? Das war ja das letzte Feld, was wir gekauft haben. Das macht Mr. Sambalatsch, mein bester Kumpel hier im Spielstand. Gülle habe ich umgefahren in BGA und Düngeproduktion. Die machen hier fleißig Feld 50, das läuft. Er macht einen Abfahrer hier, das läuft auch. Er hängt hier in der Seile, das habe ich mir gedacht, deswegen bin ich hier hingeworfen. Ja, immer so. Ich habe Kartoffelmissionchen angenommen. Damit wir hier ein bisschen was zu tun haben und nicht immer in der Gegend rumluschen. Sagen wir, wie es ist. Ne? Oder machen wir heute mal ein Bild von Kartoffelrohr. Drup. Nehmen wir mit die Kohle, ne? Gibt nicht viel Geld, aber ist auch nicht so weit bis zum Haufen. Deswegen können wir das eben machen. Was wir haben wir an Geld. Ich will ja noch Feld, was war das denn? 32 kaufen. Aber bis wir da sind, das dauert auch noch ewig. Du, der zickt die. Oh, 1,7 Millionen haben wir zurückgezahlt. Ist gut. Deswegen ernten wir da Feld 32 auch noch nicht. Ich hoffe, dass wir die Kohle irgendwann auch nochmal zusammenkriegen. Ne? Wie viel war das eigentlich nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Feld 32. Boah, ich muss das immer so riesig machen. 400.000 oder wie viel war das? 320.000, okay. Das können wir irgendwann schaffen, wie ich sehe. Ist ja kein Problem für uns. Wir müssen halt jetzt hier nur eben kurz ein bisschen da bleiben, weil er wird jetzt gleich wieder sagen, nö, da ernt ich nicht weiter, weil Ecke. Ist ja leider immer so, ne? Aber ist halt so, wie es ist. Ich stört das nicht. Fahren wir nicht ganz da ins Wasser, fahren wir jetzt hier weiter. Dann läuft der Lauf. Das ist halt beim Kartoffeln und Rüben rum so. Da muss halt rundum, muss er erst ein bisschen dabei bleiben, damit der Laden läuft und dann ist das ja auch kein Problem. Ne? Ihr seht, Feld 50 haben wir 47%. Das läuft. Ich wollte gerade sagen, warum Ernte in Feld 35 haben wir jetzt schon 3%? Ne? Woll, die sind so gut. Nicht. Eine Stunde 35 Minuten, okay. Da haben wir gerade nichts zu tun. Er ist ja jetzt fleißig hin unterwegs. Er drillt, wie gesagt, hier unsere riesen neue Ecke. Dann haben wir auf jeden Fall Raps genug. Wir hatten 65 Hektar plus die Fläche, die hier war. Ne? Ich glaube, dann haben wir aber auch erstmal Raps genug. Also wenn wir dann zu wenig Raps haben, dann weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir zu wenig Raps haben. Ich habe da keinen Plan, ne? Ja. Hier müssen wir aufpassen gleich. Ich will nämlich gleich sagen, nee, Svenny, mache ich nicht, weil ich habe keinen vernünftigen Punkt zum Hofsbahnlager. Oh, guck mal, hier kann er alleine machen, ist gut. Hey, Kollege, nicht so weit zurück, die Mauer von der Tanke ist teuer. Alles klar, läuft.
hinten in der Ecke kommt er, glaube ich, auch alleine klar, ne? Ja, so ist das. Haben wir noch Wolle? Nein, nein. Ist gleich da, das ist gut. Wir müssen zum Cerium. Aufpassen, ob der das hier auch richtig macht. Oh, oh, oh. Rufus neuer Kumpel für Cerium. Nee, du. Wie gesagt, Flux ist, die Zellstofffabrik war voll mit Fluxstroh. Fahren wir doch, oder? Nee. Fluxstroh, ne? Sag mal, Fluxstroh, ne? Ja, Fluxschwad. War voll, ne? Deswegen können wir da jetzt erstmal nichts hinfahren. Deswegen muss halt jetzt erstmal alles ins Bahnlager. Wir kriegen ein Hackschnetzelproblem. Wie schon mal gesagt, ne? Junge, 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 ey. Ich muss mal gucken, wie weit unsere Eichen da hinten sind. Ich glaube, wir müssen da auch nochmal ein paar im Bogen drücken. Dass das jetzt vernünftig läuft, ne? Also sonst haben wir echt ein Problem. Wir nehmen ihn eben entgegen und wieder ein bisschen fixe. Weil sonst sind wir übermorgen noch dabei, ne? Und das geht ja nicht, das wollen wir auch nicht, dass wir hier übermorgen noch dabei sind. Hier läuft. Ja, wir sind am Hof. Ich hab den Punkt, ich hab hier keinen Punkt zum Uploaden. Aber da störe ich mich nicht dran. Dann nehme ich ihn kurz entgegen und dann ist das alles tutti. Die fährt ja gleich wieder weiter. Guck mal, jetzt geht er wieder los. Wir müssen nämlich zum Kartoffelruder. Das läuft. Die machen einen Top-Job, also da kannst du nichts gegen sagen. Die beiden, die harmonieren echt gut miteinander. Das läuft. Die fahren fleißig, ne? Die müssen auch Gas geben, ich brauche die Kohle fürs Feld. Obwohl wir hinterher bestimmt dann noch ein Problem haben werden, ne? Wie läuft das hier bei euch? Wer hat denn jetzt gehupt? Hat hier einer gehupt oder was? Komm mal weg, die Schose. Cool, hier mit dem Lenker da am Zappeln ist er. Gas, Kollege, Gas. Der muss heute fertig. Ja, sonst ist auch nichts Weltbewegendes passiert, ne? Achso, wir könnten nur nachgucken. Wir können auch hier gucken. Geht hier einfach. Wir haben 120.000 Liter Weizen noch im Lager. Ist gut. Wir haben jetzt 200.000 Liter Gerste. Ist in Ordnung. 36.000 Liter Hopfen. 30.000 Raps noch. Das war noch vom letzten Jahr. Sag gut, haben wir 48.000 Liter plus das, was im Überladewagen ist. Ein paar Eier haben wir noch. Wolle haben wir ordentlich. Könnten, oh, aber ist im Moment kein Preis, deswegen verkaufen ist schwachsinnig. Wasser, ja, gibt natürlich ordentlich Kohle, ne? 1 Million pro Liter. Kannst du ja schon mal ausholen, ne? Silage 3,3 Millionen, ne? Holz haben wir noch ein bisschen was. 496, 2 Millionen Heu, 4 Millionen Stroh. Diesel haben wir schon wieder 27.000 Liter, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mehl. Ist nicht gerade zu viel, ne? Aber das haben wir auch ziemlich alles verkauft gehabt, ne? Weil wir die Fläche haben wollten. Ich war gerade irritiert. Wir haben Dünger noch im Silo und so, ne? Ja, 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 ja. Wir wollten hier gucken. 200.000 Liter Tritikale, Luzerne, Luzerne Heu, Leinsamen. 313.000 Liter hat das jetzt von den zwei Flächen gegeben. Also ich finde, das ist echt krass, ja? Also das war eine richtig gute Ernte. Müssen wir uns nichts vormachen. Wir sind beim Höchstpreis. 1248 im Januar. Ja, dann kriegen wir ein paar Tolles zusammen. Vermehrungsgras haben wir auch noch. Geht auch wieder runter, ne? Oktober? Ne, bis dahin warten wir nicht. Dann verkloppern wir das Zeug. Wir brauchen die Kohle. Aber ich habe gerade keinen Wagen über, ne? 116.000 wäre nicht schlecht, ne? Ey, wir warten jetzt wahrscheinlich noch. Wir können uns jetzt hier nicht hier alles übers Knie brechen.
ist zu sehen, dass das hier läuft. Wenn das hier läuft, dann können wir uns den anderen Aufgaben wieder widmen. Nur, dass die Kartoffelernte hier vorangeht, ne? Ja, und dann ist missionstechnisch ist auch schon wieder so gut wie alles durchgebröckelt, ne? Kommt nur noch das nach, was wir nicht ernten können. Ernten schon, aber es macht nur Probleme. Ist ja auch nur noch Weißkohl, ne? So ein Moped besitzen wir gar nicht. Ne, den haben wir auch nicht. Ja, dann soll der den Weißkohl da mal ernten, da. Der Nachbar. Tiere, ne? Läuft. Oh, ich muss da mal Wasser hinfahren, ne? Kuhstall auch? Wie? Die habe ich gar nicht umgefahren, die Kälber, ne? Aber im Kuhstall müssten wir auch mal Wasser fahren. Können wir gleich das Wassermoped nochmal wieder ansetzen. Dann fährt er da in Kuhstall Wasser, ist ja kein Problem. Lass uns eben hier noch die Ecke abwarten, dann müsste er auch alleine klarkommen. Dann setzen wir das Wassermoped an. Und dann in Kuhstall Wasser fahren. So ist der Plan. Also manchmal will mich das Ding doch hier aufhäppeln, oder? So, macht er mal zack, zack. Macht er mal zack, zack. Ist ja nicht so. Guck mal, die ersten Kartoffelkisten sind schon abgeliefert worden. 5%. Du bist fleißig, das ist schön. Dich brauchen wir. I. Wasser holen, Wasserkuhstall, Wasser. Das machst du jetzt mal. Gleich. Wenn wir den Kälbern Wasser gegeben haben, dann kannst du das mal eben machen, ne? Du müsstest hier lang fahren können, ja, kein Problem. Dann kannst du nämlich Wasser fahren. Ich hab den 415 hier noch im Hof. Wir müssen noch mal Mist umfahren. Deswegen ganz schicki feini. Wenn wir mal so ein bisschen Mist umfahren, ne? Dann sind die nämlich auch wieder gut zu finden. Wir haben echt jetzt wieder jede Menge Mist, ne? Wir müssten noch mal Mist. Oh, wir müssen die Bullen verkaufen. Wir haben schon große Bullen. Das müssten wir dann auch noch demnächst machen. Wenn wir mal Zeit haben. Guck mal, fette Bullen oder sind da drin? Ne, ich glaube, das sind die Bullen. So, du machst das hier bitte. Danke. Er ist gleich wieder da. Können auch immer mit Cereum Mist fahren, wa? Schieben wir ihn den Güllebomber wieder zurück. Ja, lenk dich da mal um. Ich komm dann von wem hier lang. Mach den nochmal voll. Viel wird nicht mehr drin sein. Ich hab die nochmal leer gefahren, ne? Sicher ist sicher. Viel wird nicht drin sein. Guck mal, wie viel da schon wieder zusammengekommen ist. Junge, Junge, Junge. Die kacken uns bis oben hinzu. Sagen wir, wie es ist. Ist ja nicht normal. Was der aber so schieten. Stellen wir den Güllebomber nämlich hier hinten hin. Da steht da nämlich keiner im Weg. Okay, ich glaube, ich muss noch Ströme verkaufen, ne? Sollten wir vielleicht auch mal so langsam angehen. Ströme. Hier läuft, ne? Ja, ja, ja. Hier ist auch ziemlich viel Material jetzt drin, ne? 453 müssen wir auch mal leer fahren. Die brauchen wir noch nicht wieder anstellen. Wir haben nämlich noch nicht genug Methan. Sie haben 1000 Tonnen. Ja, wir fahren jetzt hier noch so ein bisschen voll. Strom kann noch ein bisschen produzieren. Ich darf das nur nicht vergessen, über Nacht den anzustellen, ne? Also vorher zu verkaufen. Bei meinem Talent ist das nämlich immer so, dass ich das vergesse. Man kennt's bei Svenny, ne? Ja, ja. Nichts Neues. Ansonsten, ja, wie gesagt, das läuft jetzt, ne? Ja.
letzte Mission. Wir sehen zu, dass wir die Hülsenfrucht-Strohfeld noch kriegen. Dass wir da schicki feini safe sind. Ich komm mit dem Wagen fahren. Dann sind wir nämlich richtig gut im Business. Ne, hier komme ich nicht rum. Ja, fahren wir da lang. Kein Problem für uns. Bisschen an der Kälberweide vorbei, ne? Dann die ordentlich Fortwind kriegen. Ne, ist ja auch noch ein bisschen warm draußen. Soll auch Regen geben, juhu. Da träume ich ja dann von, ne? Moin. Guck mal, oh, fette. Ja, ist genug drin. Der Kompost müssen wir auch mal umheizen. Wenn nicht, verkaufen wir mal zwei Wagen oder was. Ich weiß noch nicht. Aber wäre ja auch ganz gut, was noch wieder in Silo zu haben. Ne? Nicht, dass es Stress gibt. Da ist noch genug Material drin. Ne? Wie fährt sich da ein mit Wasser? Das läuft. Wir machen Mist leer. Jetzt können wir mal eine Runde gucken. Fährt auch schon wieder los. Ich muss warten. Okay. Wir bringen Gäste weg. Ja, der Strom ist auch noch press, ne? Er wartet oder was? Machst du den nicht voll? Der hätte da noch was reingepasst, Kollege. Nicht immer so früh Pause machen. Dann läuft er dann, ne? Hoffe ich. Hier kommt die lang. Genau. Vorne stand, glaube ich, nicht hin. Ist fleißig am Säen, ey. Richtig cool. Und ein Saatgut, das reicht noch. Aber eine schöne große Fläche Raps, ne? So soll's sein. So war der Plan. Ne? Dass wir hier jetzt schönes, großes... Ich war eh schon am Überlegen, Kreide aufzunehmen und Feld 54 zu kaufen, ne? Also ich bin ganz ehrlich, das war so mein Plan, ne? Aber 1,4 Millionen, ne? Aber... Das wird schon gut ins Beuteschema passen, ne? Aber nein, nein, ich bin eisern. Das muck wir jetzt nicht. Guck mal, der fährt hier fleißig seine Runden. Das läuft mit dem kleinen Ding hier. Ist hier fleißig? Ja, da ist aber auch noch fleißig was über vor uns. So, guck mal. Junge, 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 ich glaube, da haben wir erstmal ein bisschen Materiale. Aber ich weiß auch noch nicht, wie sich das verhält, ne? Wie viel du da brauchst, wie viel du da nicht brauchst. Müssen wir mal schauen, ne? Jedenfalls haben wir erstmal ein bisschen Flachs. Strill. Ich weiß auch nicht, was wir in der Flachs sehen. Ich habe noch keinen Plan. Ich würde ganz gerne auch nur irgendwo wieder Zwischenfrucht sehen, ne? So, dann wird dann gemisst. Ist ja noch nicht leer. Sieht so aus, als hätte ich 5 Jahre kein Mist gefahren. Ne, kommt erstmal ins Hofsilo. Ne? Bis ich da ein geeignetes Plätzchen für haben. Auf der Fläche oder so. Muss ja auch ein bisschen was zusammen haben. Ne? Ich dachte, da wieder zwischendrin aufhören muss und so. Deswegen fahren wir das erstmal jetzt ein bisschen ins Hofsilo. Kann das dann auch so ein bisschen vor sich hin erwärmen. Aber dann kannst du auch einfacher Mist fahren, ne? Sagen wir, wie es ist. Schon ganz gut Gülle oder Gäres müssen wir auch noch fahren, ne? Kommen wir auch nicht drum rum. Aber das machen wir jetzt, wenn die Ernte erstmal bei uns so abgeschlossen ist. Wenn dann alles an Hof ist, dann können wir noch das Güllefass losschicken in Ruhe nächsten Ingame-Tag. Dass wir noch unsere Pötte wieder leer fahren, ne? Nicht, dass wir da irgendwann mal in Stress kommen. Weißt du, kein Platz mehr und so. Das wäre doof. Deswegen fahren wir die Pötte alle nochmal ordentlich leer. Wo es geht. Damit Gülle über den Winter wird spannend. Das sage ich euch, das wird richtig spannend. Denn ich glaube nicht, dass unsere Lagerkapazität reicht. Also da bin ich nicht stark von aus, dass sie nicht reichen wird. Da müssen wir auch mal nachher wieder Futter reinfahren. Machen wir mit der letzten Gäste. Obwohl die Gäste, ja, die will ich ja behalten. Ich möchte ja die Malzfabrik setzen und die Zuckerrübenproduktion.
Zuckerfabrik. Aber das kriegen wir hin. Den Tischler, den müssen wir als letztes irgendwie hinsetzen. Da haben wir jetzt... Ich muss hier eben rum. Folgt mir eben. Muss man später setzen. Haben wir jetzt keine Kohle für. Es ist wichtiger, erst Fläche zu haben. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Ohne die Fläche hast du, glaube ich, überhaupt keine Chance hier. Solange wir die Fläche nicht besitzen. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt schon zu wenig Fläche für das, was wir an Produktion haben. Nicht so einfach. Sagen wir, wie es ist. Deswegen Kasala, 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 Fläche, Fläche, Fläche. Normal müssten wir nochmal Kredit aufnehmen, ordentlich investieren. Für Fläche. Feld 54 oder so. Das wäre schon echt ominös. Könnten wir da nochmal schön Weizen oder was sehen oder machen wir Zwischenfrucht? Wir müssen eh Zwischenfrucht sehen, Klee oder so. Ja, aber da muss ich mir entscheiden, wo meine Zuckerrüben hinkommen, ne? Und der Mais. Da machen wir auf jeden Fall Zwischenfrucht, Klee. Das hat uns letztes Mal echt, oder hat uns diesmal echt den Hintern gerettet. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also das war richtig gut. Dass wir da das ganze Material noch hier und da reinfahren konnten. So muss das laufen. Wir müssen hier echt mit Doppelcropping arbeiten. Das musst du bedenken, damit du mit der Fläche, die wir haben, auch alles bewirtschaften kannst. Klar haben wir hier noch jede Menge Silage, ne? Aber trotzdem. Da müssen wir immer so ein bisschen bedenken, dass das hier auch so läuft. Ist zumindest meine Denkensweise. Ihr seid ja Profis. Ich bin hier der Laie, was Marsch angeht. Sagen wir, wie es ist. Ich nix Profi beim Marsch. Guck mal, ist voll. Gut. Jetzt haben wir schon wieder 100. Über 100. 150.000 Liter haben wir jetzt reingefahren, ne? Immer Schub der Rakete. Der muss heute noch fertig. Warum der kannst du so rumfahren? 800er kommt auch an. Ja, 800er. Ist schon cool, ne? Wenn so alles auf dem Hof rumfleucht und kreucht und fliegt und fährt. Es ist echt genial. Sagen wir, wie es ist. Wolltest du da erst lang fahren, Kollege? Olli sitzt an Steuer. Ich weiß auch nicht, wo das Gaspedal ist. So. Junge, Junge, Junge. Rechts, das ganz außen, da musst du Drop drehen. Guck mal, jetzt sieht es klarer, ne? Schon komisch. Elefantös. So, guck mal, wir haben jetzt Geste 230 gleich. Hoffe, ja, ja. Mist, 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 Mist. Mist, 141.000 Liter. Das ist nicht viel. Guck, 230.000 Liter Geste. Und warum zeigt ihr den Weizen? Ach, da unten ist Weizen. So, dann farmen. Ja, ist zu, die Klappe. Gastor! Mann, 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 Mann. Personal ist auch nicht mehr das, was man war. Hauptsache hart an der Bremse. Konnte ja nicht sein, sogar, ne? Also, da geh nicht. So, wir machen mal eben noch eine Runde. Er fährt fleißig. Er wartet immer noch. Das wird auch noch dauern. Er fährt da fleißig. Er wartet schon wieder auf den Abfahrer. Kommt aber alleine rum. Das ist gut. Er steht hier, ne? Ja, zwei Abfahrer sind zu viel, einer ist zu wenig. Dann stehen die sich da wieder im Weg. Ne, lass die mal so fahren. Es ist genau wie, man könnte zwei Dreschkästen auf einer Fläche ansetzen, aber ich bin da nicht so ein Freund von. So läuft das eigentlich echt optimöbel. Klar, dann musst du halt ein bisschen variieren mit deinen Sachen, wie du sie hinstellst, aber so läuft das echt gut. Dass die sich nicht im Weg rumstehen, nicht der eine dann dahin fährt, weil der andere meint, er will jetzt gerade nicht losfahren und so. Also so läuft das echt premiös. Also dann brauchst du auch so gut wie nicht nachgucken. Ist so. Und das ist das Hauptziel, ne? Nix groß. Silage. Danke.
Also ist meine persönliche Meinung und ist bis jetzt so meine Erfahrung. Also je mehr Abfahrer und je mehr Dreschkästen, desto mehr Probleme macht CP und AD. Lässt du dort alleine so vor sich hinlaufen? Mit einem Abfahrer? Gerade bei Kartoffeln, ne? Mein Dreschkasten ist eigentlich auch ganz gut, wenn nur ein Abfahrer da ist. Weil die sich dann auch nicht so im Weg rumstehen. Klar, dauert es ein bisschen länger und ja, mag ja auch alles mit Kosten verbunden sein. Aber die 2 Minuten, die er jetzt da rumsteht gleich, das ist mir dann auch manchmal nicht so wichtig. Sagen wir so. Heute habe ich bei Werner Marsch geguckt heute Morgen. Der hat ja noch mehr Laggy Party wie ich. Das kann ja irgendwie gar nicht, oder? Also da war es ja heute echt am Ruppeln und am Zuppeln. Weil so weiß ich nicht. So, wir brauchen noch 300.000. Ne, 250. 250.000 brauchen wir noch. Dann können wir uns das Feld kaufen. Kriegen wir noch ein bisschen Hülsefrüchtestroh, ne? Brauchen wir auch noch für den Komposter wieder. So ist der Plan, Leute. Ich muss nachher noch. Ne, ich baue morgen einen Pool auf. Heute ist Montag, ne? Ich muss morgen mal einen Pool aufbauen, aber damit er soll so warm werden. Da habe ich auch keine Lust, auf den Hof rumzukrebsen. Muss da Wasser rein. Dann muss das Wasser aus dem Teich. Dann kommen die Fische im Pool. Machen da ein paar Stündchen drin Urlaub, ne? Von wegen Sicherheit und so. Vorsicht! Junge, Junge, Junge. Was ein Brackelkönig. Kann er nicht aufpassen da? Ich hätte tot sein können. Einiges blechle. Dann muss ich aber auch erstmal nachher gucken, wenn der so wieder so geheizt ist. Wir müssen eben zum Cerium. Falsche Richtung. Kann sein, dass du sie abladen willst. Die lädt hier sogar alleine ab, hast du gesehen? Worum kümmere ich mich denn da drum? Ah. Brauche ich ja gar nicht nachgucken. Guck mal, guck mal. Ich hab gedacht, er lädt alleine nicht ab. So, die Lodge ist da voll. Das ist gut. Böcke auch kann laufen, Böcke auch kann Strom machen. Das ist gutes Business. Und Böcke auch macht Strom, gibt viel Geld bei Svenny auf Konto. Und viel Geld bei Svenny auf Konto, nichts gut, weil Svenny muss dann immer Geld ausgeben. Wisst Bescheid, ne? Ne, wir haben ja Ziele. Ne, Ziele haben wir dieses Jahr nicht mehr. Schickram! Keine Kohle verprassen. Ja, ja, ja. Die Kohle verprassen. Ja, ja, ja. Schubdidu. Schwabadabedibdidu. Wir müssen gleich noch Presse. Aber ich will das Stroh eigentlich nicht verkaufen, ne? Oh, das ist alle ein Drama. So, du wartest jetzt mal hier. Ich brauche gleich mal einen Schluck Kaffee. Äpflu. Guck mal, Helge, die alte Spattelbirne, ne? Macht ja schon wieder Pause. Das ist Schlepper polieren, Helge. Zack, zack, zack und foltern. Hast du? Helge, ich bin so stolz auf dich, ne? Ey, wenn wir dich nicht hätten und die dicken Kartoffeln, dann wären wir sowas von arm. Ja, 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 ich weiß. Du kannst nicht schwimmen? Woran liegt's? An der Badehose. Alles klar. Helge braucht eine neue Badehose, damit er auch schwimmen gehen kann. Also, wenn ihr ein bisschen Geld über habt für Helges neue Badehose, dann gibt den Helge mal so 1 Euro für eine neue Badehose, ne? Weil der möchte auch schwimmen können. Sven ist ein Bienenpflücker, ne? Hallo? Dollar.
So, den haben wir schon mal angehangen. Können wir erstmal nachgucken, wie weit die sind. Das läuft hier. Die sind noch nicht ganz fertig, ne? Schickere. Ey, da kommt aber auch was runter, du. Junge, Junge. Also, das ist nicht zu verachten, was die sich hier schon zurechtgefahren haben. Aber wir müssen ja auch nachher noch mit dem Fluch hin, ne? Obwohl, der hat ja auch noch zusammenlegen, die Fläche. Hatte ich ja gesagt, da kommt die Weizen hin. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.